Grüß aus. Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelabend heute. Es ist schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir uns heute zusammen auf das Wort Gottes fokussieren dürfen. Wir machen weiter in 2. Timotheus ab Kapitel 4. Aber bevor wir richtig loslegen, würde ich gerne ein Gebet sprechen. Nach Möglichkeit dürft ihr aufstehen dazu. Danke dir, Vater im Himmel, für diesen Abend. Danke für dein Wort. Danke, Herr, dass wir uns einfach heute auf dein Wort konzentrieren dürfen. Du hast es uns gegeben, um uns auszurichten, Herr, um zu uns zu reden, um unser Leben zu verändern. Danke dir, Herr, dass wir einfach deinen Segen heute verspüren dürfen. Amen. Ja, ich habe euch hier begrüßt, ganz vergessen habe ich die Zuschauer im Livestream. Ihr seid natürlich auch herzlich willkommen. Schön, dass auch ihr online dabei seid. Ja, wie ich schon sagte, 2. Timotheus Kapitel 4, wir machen heute 5 Verse, wollen wir uns anschauen. Und das letzte Mal am Ende von Kapitel 3, da haben wir den Aufruf von Paulus an Timotheus gehört. Am Wort Gottes soll der Timotheus festbleiben. Bleib bei dem, was dir zur Gewissheit geworden ist. Denn Paulus ist es sehr, sehr wichtig, dass sein junger Bruder, sein Kind im Geiste, dass es fest am Wort bleibt. Denn, er erklärt es, das Wort hat Kraft, es gibt Weisheit, es führt zur Errettung durch den Glauben, es belehrt, überführt von Sünde, es weist zurecht, er zieht in der Gerechtigkeit und als Folge des Wortes, es rüstet uns aus, es rüstet einen jeden Einzelnen aus zum Dienst. Wörtlich sagt er da in dem Text, zu jedem guten Werk. Es verändert also auf der einen Seite unser ganz persönliches Leben, ruft aber automatisch zur Verantwortung auf. Also das, was ich erfahren habe, das, was das Wort in meinem Leben getan hat, soll nicht einfach für mich behalten werden, sondern ich bin verpflichtet, es an andere Menschen weiterzugeben. In 2. Timotheus Kapitel 4, die ersten 5 Verse, liegt das Hauptaugenmerk von Paulus auch wiederum auf dem Wort Gottes. Aber dieses Mal geht es um den richtigen Umgang mit dem Wort Gottes. Also einmal hat er ihn dazu aufgerufen, bei dem zu bleiben, wovon er überzeugt wurde. Und jetzt, wie geht er jetzt mit dem Wort um? Und der Umgang, der hier gefragt ist, bezüglich auf der einen Seite des Verkündigens, also das Weitergeben des Wortes. Wir sind aufgefordert, das Wort, das unser Leben verändert hat, an andere Menschen weiterzugeben, aber auf der anderen Seite auch auf das Hören. Wie höre ich auf das Wort Gottes? Ich lese uns einmal unseren Text aus, also 2. Timotheus 4, 5 Verse. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadel, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sie werden sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. So, die zentrale Forderung unseres kurzen Textes ist der Imperativ, der Befehl von Paulus, ganz einfach, predige das Wort. Das steht hinter jeder Absicht von ihm. Darum geht es. Ich habe die Verse einmal in folgende Punkte aufgeteilt oder folgende Gedankengang habe ich bei diesem Text gehabt. Erstens finden wir im ersten Vers eine ernste Ermahnung, Ermahnung zur Verantwortung. Dann Verantwortung im Lehren des Wortes. Als nächstes Verantwortung im Hören auf das Wort Gottes. Und die Frage wird beantwortet, wie werden wir dieser Verantwortung ganz praktisch gerecht in unserem Leben? Punkt Nummer 1, eine ernsthafte Ermahnung. Darin leitet Paulus seinen Befehl zu predigen ein. Und es ist eine recht lange Einleitung. Christian sagte mir vor ein paar Tagen, das ist wahrscheinlich die längste Anleitung zum Imperativ, die er
so, sich so spontan daran erinnert. Ja? Aber also er ist schon, Paulus nimmt sich hier Zeit für diese Einleitung. Ja? Er sagt, ich ermahne dich ernstlich. Ja, interessante Worte, aber also zeigt uns aber, dass dieses Ermahnen nicht einfach nur ein Bitten ist oder er erinnert nicht einfach nur an eine Tatsache, sondern es steckt schon viel mehr dahinter. Das Wort, das hier im Grundtext verwendet wird, hat eher einen Befehl, es hat einen Befehlscharakter beziehungsweise einen anweisenden Charakter. Ja, also Paulus weist hier etwas schon ganz direkt an und im gleichen Atemzug und er untermauert er seine Anweisung, indem er sich auf Gott, den Vater und Jesus Christus beruft. Also es ist Paulus jetzt, man merkt schon an diesen ersten Worten, dass es ihm sehr, sehr ernst ist, dass er jetzt diese Ermahnung, er will unbedingt, dass sein junger Bruder und sicherlich auch wir heute es ganz genau verstehen, worum es ihm geht. Ja? Und jetzt denk mal zurück, was wir bisher so gehört haben oder gelernt haben von den ersten und zweiten Timotheusbrief. Ne? Warum ist es ihm so wichtig? Was könnte der Grund sein, warum Paulus eine so ernsthafte Ermahnung weitergibt? Warum ist es gerade an diesem Punkt ihm so wichtig, so deutlich zu machen, ja, dass es wichtig ist, das Wort Gottes auf eine rechte Weise weiterzugeben? Warum? Was ist ihm so wichtig? Warum? Was ist die Sorge des Paulus? Welche Sorge hat er? Sonst würde er ja nicht ganz so ernst ermahnen. Ja, zum Beispiel, auf der einen Seite geht es ihm um den Zustand der Gemeinde. Ja? Eigentlich ganz einfach. Ja? Da gibt es Irrlehrer in der Gemeinde, ja? Die tauchen auf und da wird eine falsche Lehre verbreitet. Da sind einige vom Glauben abgefallen. Und Paulus muss ihnen sogar hier und da anweisen, wie sie richtig miteinander umzugehen haben. Ja, also grundsätzliche Dinge. Paulus macht sich auf der einen Seite sehr große Sorgen um die Gemeinde. Auf der anderen Seite kommt es dazu, dass Timotheus scheinbar hier und da so seine Probleme hat in der Gemeinde oder selber erbaut werden muss. Ja? Deswegen sagt Paulus schon ganz am Anfang des Briefes, dass er seine Gabe neu entfachen soll, ja. Wie wir ganz am Anfang gelesen haben. Er ermutigt ihn zu kämpfen, zu erdulden. Er erinnert ihn daran, denke daran, woran du geglaubt hast. Ja? Vergiss es nicht, halte daran fest. Erdulde die Schwierigkeiten im Dienst. Halte fest am Glauben. Also, es ist auf der einen Seite der Zustand der Gemeinde, der ihm Sorgen macht. Auf der anderen Seite ist es der geistliche Zustand seines jungen Bruders, ja, seines geistlichen Sohnes, wie er ihn so schön nennt, ja, der ihm auch Sorgen bereitet. Aber dazu kommt noch eine dritte Tatsache, ja, und da haben wir auch schon erwähnt. Deswegen heißt, und wie heißt unsere Reihe? Letzte Worte, ne? Haben wir als Überschrift genommen. Und das kommt noch dazu, da, zu dieser Tatsache. Im Vers 6 wird Paulus zum Beispiel sagen, die Zeit seines Aufbruchs ist nahe gekommen, ja. Er sagt damit nichts anderes aus, als dass er befürchtet, in der nächsten Zeit zu sterben, dass er wahrscheinlich gar nicht erst aus dem Gefängnis aus Rom lebend herauskommen wird. Ja? Also wahrscheinlich ist dieser Brief die letzte Möglichkeit für Paulus, an die Gemeinde Anweisungen weiterzugeben, an seinen jungen Bruder Anweisungen zu geben, ja? Weil er wahrscheinlich nicht mehr lebendig aus dem Gefängnis kommen wird. Ja? Deswegen auch diese ernste Worte. Es war wirklich auch so, dass es die letzten Worte waren, weil 67 nach Christus ist er ja wirklich den Märtyrertod dann auch gestorben. Ja? Paulus beruft sich, wie ich schon erwähnt habe, bei seiner ganzen Ermahnung auf Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Wörtlich vor dem Angesicht Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Also es ist nicht der Paulus, vor dem Timotheus sich hier zu verantworten hat oder eine Verantwortung fühlen sollte, vor dem ein Prediger auch heute sich hauptsächlich zu verantworten hat. Es ist kein Ältester, dem zuliebe ich einen Dienst tue, nicht irgendein Mensch, sondern es ist Gott selbst, der vor dem ein jeder von uns steht. Ja? Also ich denke, das ist eine Tatsache, vor der sich, die man sich auch heute sehr gerne vor Augen führen sollte. Wenn du einen Dienst tust in der Gemeinde, du tust ihn nicht, weil ein Gerd dich dazu
aufgefordert hat, weil ein Gerd dir dann Dienst gegeben hat oder ein anderer Mitarbeiter dich gebeten hat, kannst du nicht mitarbeiten. Am Ende stehen wir in dem, was wir tun, in dem, was wir reden, was wir predigen und wie wir das Wort Gottes, stehen wir in der Verantwortung vor Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Also es ist immer er, der sieht, wie wir unseren Dienst tun. So wie er da den Timotheus daran erinnert. Ich erinnere, ich ermahne dich vor Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Genauso gilt es auch uns heute. Ja? Also, dann beschreibt Paulus mit einigen Worten einige Eigenschaften von Jesus. Er zeichnet hier ein kleines Bild von ihm. Er sagt, er ist der Richter, der eines Tages erscheinen wird, um sein Reich aufzubauen. Das, was Paulus jetzt in diesem kurzen Satz erklärt, ist natürlich etwas Zukünftiges. Es soll uns aber bewusst werden, vor wem wir eigentlich als Gemeinde, nicht nur der Timotheus damals, sondern auch wir heute als Gemeinde eigentlich stehen. Vor wem wir hier die Verantwortung haben. Wie oft denken viele Menschen, auch wir vielleicht nicht, manchmal sehr oberflächlich von Gott, ja? Wer denkt schon daran, dass er Richter ist, ja, sein Reich hier aufbauen wird, ja? Für viele Menschen ist es ein Gott, der ein ferner Gott ist, der das, was wir sagen, einfach nur zu überhören oder zu vergeben hat, weil er ein lieber Gott ist, ja? Für uns ist Jesus einfach nur ein kleines Kind, das in eine Krippe geboren ist und irgendwann mal von uns Menschen am Kreuz von Golgatha hingerichtet wurde. Wer denkt schon gerade danach, dass dieser Jesus, genau dieser Jesus, eines Tages in seiner Eigenschaft als göttliche, in göttlicher Herrlichkeit vor uns erscheinen wird? Wirklich, wir werden mit unseren Augen, werden wir ihn körperlich vor uns sehen. Wir werden ihn erkennen und er wird in seiner Eigenschaft als Richter vor uns stehen, um dann sein Reich aufzubauen. Er ist also König. Ja, und Paulus beschreibt hier sehr deutlich, er wird hier ja persönlich und sagt, dass jeder Mensch, ob er lebt oder bereits verstorben ist, eines Tages vor diesem Richter zu stehen hat, vor diesem Richter gerichtet wird. Apostelgeschichte 10, 42 sagt das genauso, fast wortwörtlich. Also von dem Angesicht Gottes stehen werden alle Menschen. Jeder, der hier im Saal ist, oder an den Bildschirmen zugeschaltet, wir werden zu 100% eines Tages vor dem Richter Jesus Christus erscheinen müssen. Wir werden da nicht drum rumkommen. Alles, was wir also jetzt tun, so wie wir leben, überlegt dir Timotheus oder auch wir heute, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir das Wort Gottes weitersagen. Wenn wir es predigen, wenn wir es auf der Straße ausrufen, wie wir es predigen oder wie wir auf sein Wort hören. Er sieht und beurteilt auch meine Motivation, meine Ernsthaftigkeit, meine Wahrhaftigkeit in meinem Dienst, meinem Gehorsam. Und eines Tages wird der Herr selbst über uns zu Gericht stehen. Was das Gericht angeht, die Bibel beschreibt uns verschiedene Gerichtsszenarien, sage ich mal, ja. Die uns Menschen bevorstehen. 1. Korinther 5, Vers 10, da heißt es zum Beispiel, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also das, was wir tun, das, was wir sagen, sogar das, was wir denken, nichts davon geht spurlos an dem Richter Christus vorbei. Unser Leben wird einmal komplett vor ihm offengelegt. Es ist jetzt schon offengelegt vor ihm. Aber dann wird es uns erst recht bewusst werden, wie offenbar wir eigentlich vor ihm sind, wenn es um dieses Gericht geht. Oder beim Gleichnis der anvertrauten Funde, ja, Lukas 19, Vers 22, da wird gesagt, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten. Matthäus 25, Vers 31, da geht es um das Gericht, wo die Völker dieser Erde nach gläubig oder ungläubig, zu Rechten oder zu Linken, nach Schafen und Böcken geteilt werden. Gott wird, der Richter wird separieren
nach gläubigen Menschen und nichtgläubigen Menschen. Und das schrecklichste Gericht, das uns beschrieben wird, das ist das Gericht aus der Offenbarung vor dem weißen Thron, vor dem weißen Richterstuhl Christi. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Das ist das Gericht über ungläubige Menschen, wo es eigentlich kein Verstecken mehr sein wird, wo es kein Entkommen mehr geben wird vor dem Richterstuhl. Die Bibel beschreibt, die Menschen werden es sich wünschen, Berge fallt über uns her, verhüllt uns vor dem Angesicht des Lammes. Wir wollen uns irgendwo verstecken, aber, sagt das Wort, das Universum wird wie eine Buchrolle zusammengerollt werden. Es wird nichts mehr da sein, außer dem weißen Thron und uns und mir vor Christus. Das ist eine Tatsache und da geht es wirklich, das ist das Gericht über die Sünde des Menschen, über den sündigen Menschen. Und da geht es um Himmel oder Hölle, der Feuersee. Das ist eine ewige Verdammnis, also ein schreckliches Gericht wird es sein. Also wenn ich es mit meinen Worten zusammenfassen darf, wird einerseits das Gericht Christi unser Leben beurteilen. Und das, was wir tun, sei es gut oder böse, es wird beurteilt werden. Gottes Gericht wird gläubig und ungläubig, Menschen, die ihm vertraut haben und die ihm nicht vertraut haben, wird separieren. Und alle Menschen, die ihn abgelehnt haben, über die wird ein ewiges Urteil gesprochen werden. Die werden auf ewig verloren sein. Das wissen wir von den Gerichten. Ja. Nachdem Paulus jetzt die Eigenschaften von Jesus als Richter genannt hat, steht in unserem Vers weiterhin, dass er erscheinen wird. Ja? Ich habe über das Wort erscheinen nachgedacht, ja? Um seiner Erscheinung willen. Ja? Was bedeutet erscheinen? Ja? Was verstehen wir darunter? Was denkt ihr? Was will er damit sagen, mit dem Wort erscheinen? Ist eigentlich ganz einfach auf deinen. Dass er plötzlich vor uns stehen wird. Wir werden ihn, das habe ich vorhin schon erwähnt, ja, wir werden ihn also sehen. Ob wir an ihn geglaubt haben oder nicht geglaubt haben, jeder wird ihn sehen. Aus Glauben wird dann schauen sein, ja. Das, was wir geglaubt haben, werden wir dann mit unseren Augen sehen. Aber ich denke, dieses Erscheinen bedeutet auch noch ein zweites. Und dass die Menschen wirklich erkennen werden, wer dieser Jesus Christus wirklich ist. Ja? Offenbarung 1, Vers 7 lesen wir zum Beispiel, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, das Natürliche erkennen. Auch die, welche ihn durchstochen haben und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. Es wird also auch das Erkennen sein, das intellektuelle Erkennen sein. Wir werden verstehen, wer Jesus wirklich ist, dass er der Messias ist. Denn in diesem Augenblick werden alle Menschen verstehen, wen sie eigentlich abgelehnt haben. Du wirst plötzlich die Predigt verstehen, die dich zur Bekehrung gerufen hat und du gesagt hast, nein, ich möchte mich nicht. Und du wirst verstehen, wen du damit eigentlich abgelehnt hast. Die Juden werden verstehen, wen sie durchstochen haben. Ja? Sie werden verstehen, dass es der Messias ist. Der von Gott gesandte Messias, den sie ans Kreuz gebracht haben. Ja? Sie werden es verstehen. Also erscheinen bedeutet auf der einen Seite visuell das Erkennen mit meinem Auge, aber auch das intellektuelle Erkennen und Verstehen, wer dieses Jesus eigentlich ist. Aber dann wird es, ja, das ist auch etwas, was uns die Bibel sagt, dann wird es zu spät sein. Denn die Entscheidung für Jesus ist etwas, was du hier auf der Erde zu deinen Lebzeiten zu treffen hast. Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus selber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod durch Leben ins Leben hindurchgedrungen. Das ist der einzige Weg, den Jesus selbst uns aufzeigt nochmal, ja, um nicht in das Gericht zu kommen, in dieses schreckliche Gericht. So, ich gehe weiter.
mit dem Vers 2. Ich lese ihn einmal. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadel, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. So, jetzt kommen wir endlich nach einer sehr langen Einleitung. Ihr merkt, Paulus leitet ein bisschen länger ein und ich habe mir auch Zeit gelassen, um zu erklären, was in diesem ersten Vers so steckt. Ja? Und jetzt kommt es zu der eigentlichen Ermahnung von ihm. Und die können wir herunterbrechen auf einen Befehl. Ja? Predige das Wort. Ganz einfach. Predige das Wort. Das, was du gelernt hast, das, was du gehört hast, das, was du geglaubt hast, das, was dein Leben verändert hat, das, was uns hier vor Jesus treten lässt. Predige es. Predige das Wort. Ganz einfach. Da ist keine komplizierte Formel dahinter. Ja? Es geht also, wie in den Versen vorher, Ende von Kapitel 3, es geht um das Wort Gottes. Und es geht nicht um bestimmte Teile des Wortes Gottes. Es geht nicht nur um die Teile, wo die Liebe Gottes beschrieben wird oder wo der Himmel so schön beschrieben wird. Nein, es geht um das gesamte Wort Gottes. Ich glaube, Hansi hat das letztes Mal auch ganz deutlich unterstrichen, dass wenn es um das Wort Gottes geht, dann müssen wir es in seiner Gesamtheit predigen. Es ist nicht immer nur der liebende Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott, er ist ein strafender Gott, ein Gott, vor dem die Welt erzittern wird, der richten wird. Ja? Das ist das Wort, das auch gepredigt werden muss, nicht nur. Also wenn wir über Predige das Wort nachdenken, dann ist es die Gesamtheit der biblischen Offenbarung. Ja? Und es ist ein Befehl, es ist keine Bitte, es ist keine Möglichkeit. Wenn du mal Zeit hast, wenn es dir gerade gut geht, ja, nein. Wenn du das Wort erfahren hast, wenn es dein Leben verändert hat, dann predige es. Deswegen fängt unser Text auch mit dem Wörtchen daher an. Ja. Das Wort im Grundtext, da steht an dieser Stelle keiuso, ja, das bedeutet predigen oder ausrufen oder einfach nur bekannt machen. Also es ist nicht nur die reine Kanzelpredigt. Ja? Wenn es hier stehen würde, predige das Wort auf der Kanzel, ja okay. Aber hier steht, rufe es aus. Mach es bekannt. Das bedeutet nichts anderes als, hier bin nicht nur ich gefragt, der gerade hier vorne steht, sondern ihr seid gefragt. Wenn ihr da rausgeht, auf eure Arbeit, in eure Vereine, in die Schule und Kontakt mit Menschen habt, ja, dann habt ihr dieses Wort ganz einfach auszurufen. Ne? Und das ist keine Bitte, das ist ein Befehl. Ich glaube, wenn Paulus heute hier stehen würde, ja, der wird wahrscheinlich nach euch werfen und sagen, hey, lauft, was sitzt ihr hier noch? Lauf auf die Straße und fang an, es auszurufen. Weil das darf eigentlich nicht vernachlässigt werden. Da dürfen wir keine Minute verpennen. Da gehen Leute auf ewig verloren. Und das ist etwas, denke ich, was Paulus immer im Hintergrund hat und sagt, deswegen geht und predigt. Ja, es ist keine Möglichkeit, ja, sondern es ist ein Muss. Ja. Wir reden mit Menschen über so viel dummes Zeug, ja, aber das Wichtigste, was sie vor Gott gerecht stehen lässt, wie oft vernachlässigen wir das. Deswegen, es ist unsere Botschaft, dieses Wort weiterzugeben. Ja. Dann sagt er weiterhin, tritt dafür ein. Eine andere Übersetzung sagt, steh dazu oder halte darauf, sagt die Elberfelder. Also ziel darauf aus. Ja? Was kann es im Einzelnen bedeuten, für das Wort einzustehen oder es darauf zu halten? Ja? Ich denke, ganz praktisch haben wir im Alltag, ja, lasst uns versuchen, einfach ganz praktisch zu denken. Ich denke, wir haben viele Gelegenheiten, das Wort zu bezeugen. Ja? Aber haben wir es praktisch auch immer im Blick? Wenn ich jetzt mit Menschen rede, ja, habe ich im Hinterkopf, suche ich nach einer Möglichkeit, das Wort weiterzugeben? Ist meine Frage. Einfach, ich frage mich manchmal das ganz, ganz ehrlich. Da spricht mich das Wort morgens bei der stillen Zeit an und ich denke, so, ich will mal versuchen, auch da ein Zeugnis zu sein. Ja? Und dann hört man schon viel genauer hin auf
auf das, was die Kollegen vielleicht sagen. Ja? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die zitieren durchweg die Bibel. Ja? Lies dir mal die Sprüche durch. Ja? So viele Sprüche, die kennt hier jeder in Espelkamp. Ja? Und die zitieren hier und da mal Sprüche. Ja? Und da kannst du sagen, und da habe ich mal gesagt, boah, du kennst ja die Bibel. Nee, kenne ich nicht. Doch, doch, du hast sie gerade zitiert. Das kann nicht sein. Ich sage, doch, das steht da und da und da und das ist damit gemeint. Und schon waren wir im Gespräch. Ja? Es gibt so, das ist so eine kleine Begebenheit, die ich, wo ich, aber ich musste ganz genau hinhören. Ja? Ich war, Gott hat mich herausgefordert. Ja? Und es läuft nicht immer bei mir so. Denk bitte nicht, dass ich immer sehr mutig bin. Ich habe auch Schiss in der Buchs ganz oft. Ne? Und das ist nicht immer einfach. Ja? Aber Tatsache ist, wir sind aufgefordert. Ja? Such nach Möglichkeiten. Ganz praktisch wird Gott dir Möglichkeiten geben. Wenn wir die suchen, wenn wir offen sind, ja, dann wird Gott uns diese Möglichkeiten auch zeigen und wir werden herausgefordert, das Wort zu bekennen. Und ich habe festgestellt, je älter ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, Andreas, wir sind ja fast ein Alter, ja, und früher hatte ich so, oh Mann, was werden die von mir denken und so, heute ist mir das sowas von egal, was die Leute über mich denken, boah, ich kann sagen, was ich bin. Ich habe mich letztens auf eine Stelle beworben bei uns, ich habe gesagt, du, ich bin Christ und meine Motivation hängt sowieso nicht von dem ab, was ihr sagt, meine Motivation ist mein Glaube und was? Ja, sag ich, so ist das, ne? Einfach so, die hat ganz sparsam geguckt, aber ich durfte es sagen. Ja, ich habe gedacht, Kerl, wenn du schon, wann kommst du schon in die Gelegenheit, mit so einem hohen Tier zu sprechen? Kurz mal Zeugnis gegeben. Schön, der weiß, wo ich stehe, ich weiß, wo er steht und Fronten geregelt. Ne? Und das ist so, sind so kleine Begebenheiten. Ich denke, wenn wir offen sind und wenn wir uns herausfordern lassen, dann wird Gott uns auch die Möglichkeiten geben, ja, aber wie oft passiert es, dass wir oft Dinge umschreiben, ja, wie oft hört man, ja, das ist halt, so hat die Natur uns gemacht. Nein, Blödsinn. Gott hat die Natur gemacht, so hat Gott mich gemacht, das ist nicht die Natur, ja. Warum sage ich nicht frei raus, wer mich eigentlich so gemacht hat, ja, es ist Gott und nicht die Natur, ja. Oder wie oft haben wir Angst, Gegenargumente zu bringen, gerade in der jetzigen Zeit. Daniel hat sehr viel in seinem Status stehen, wo er Farbe bekennt. Ja? Muss nicht jeder so machen, sage ich ja nicht. Aber wir können auch da Dinge sagen, Dinge Menschen aufzeigen, wo wir einfach einen Bibelvers mit einem Bibelvers untermauern. Ich finde es gut, wenn wir unsere Meinung wiedergeben, auch egal wie, ja? Sei es in einem Status oder im Gespräch. Ja? Schön wäre es hinterher auch ein Bibelvers und schon weiß der Mensch, aha, es hat ein Fundament. Ja? Und so können wir Dinge erklären. Ja? Wir haben gerade Ostern gefeiert. Ja? Es ist viel einfacher, den Kindern den Osterhasen beizubringen, anstatt zu sagen, du, wir glauben an die Auferstehung. Ja? Da gucken dich die Leute ganz komisch an, wenn du das sagst. Aber wenn du einen Osterhasen ansprichst, ist normal. Das ist doch Blödsinn. Ja? Was machen wir aus dem Wort? Wir haben die Verantwortung, wir haben die Pflicht, das Wort zu bezeugen. Ja? Und gerade solche Feste, ja, wie Weihnachten, Ostern, ich denke, da müssen wir erst recht umso deutlicher sprechen. Ja? Das Wort Gottes steht hier, es ist eine Ausrüstung. Es stellt eine Ausrüstung für mich dar. Ja? Es soll immer zur Hand sein. Ja? Wir dürfen es immer wieder anwenden. Wir müssen es anwenden. Ja? Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich darin auskenne. Ja? Deswegen mache ich es euch einfach nur wichtig. Seid nicht so faul wie ich. Befasst euch viel, viel mehr mit dem Wort. Ja? Taucht tief darin ein. Ja? Merkt euch Bibelverse. Ja? Und dann haben wir es immer parat. Ich bin begeistert so oft von älteren Menschen, wenn man sich mit denen unterhält. Da ist eine alte Omi, ein Opi und du denkst, boah, ja, wird wahrscheinlich nicht so toll das Gespräch. Und dann bam, 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 dann erzählen die aus ihrem Leben. Da kommt ein Bibelvers nach dem anderen und die sagen, was sie mit Gott erlebt haben. Genau das, was ich gelesen habe, habe ich hier und da erlebt. Und die kennen die Bibel in- und auswendig. Ja, die sind damit groß geworden und die lieben die Bibel. Und diese Liebe, die wünsche ich eigentlich jedem von uns. Ne? Aber wir müssen das Wort weitergeben, wir müssen es predigen. Das ist die Verantwortung. Ja? Wie wenden wir es an, das Wort? Und dafür gibt es keine Grenzen, ja? Was mein Empfinden angeht oder so. Ja? Paulus sagt hier ganz direkt, sei es gelegen oder ungelegen. Hm? So,
Beispiele von euch. Was sind zum Beispiel gelegene Zeiten? Was sind gelegene Zeiten, um das Wort weiterzugeben? Für mich, wenn ich auf dem Predigerplan stehe, das ist gelegen, das ist einfach. Ja? Der Gerd hat mich draufgeschrieben, zack, bumm, kann nicht anders, schön. Ja? Das ist eine gelegene Zeit. Jo, aber was sind noch gelegene Zeiten? Wenn sich das Gespräch ergibt, ja, wenn sowieso schon etwas genannt wird, was in die Richtung geht, ja, und schon bin ich mittendrin, um das Wort zu verkündigen, ja, oder noch? Ja, wenn Leute verzweifelt sind und wirklich nach Rat suchen, ja, wie oft treffen wir Menschen, die nicht aus noch ein wissen. Ich habe manchmal, meine Arbeitskollegin hat mir mal erzählt, wie ihre Tochter das OP und was weiß ich, die war verzweifelt, habe ich so gesagt, du, ich würde gern für sie beten. Ja, boah, machst du das echt? Ich habe nicht gedacht, dass die so reagiert, ne? Aber die Leute sind gar nicht so abgeneigt, wenn du anbietest, für sie zu beten. So ganz einfache Dinge, ja. Und das sind gelegene Zeiten, die sollten wir nutzen. Ja, wisst ihr, ich denke, wir als Kinder Gottes, wir fallen auf. Ja? Du kannst gar nicht anders, weil die Bibel sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ja? Das heißt, wenn ich Salz in die Suppe tue, schmeckt die Suppe nach Salz oder schmeckt das Salz nach Suppe? Überlegt mal. Ist logisch, ne? Und genau so, wenn du einen Raum betrittst, ja, wird er salzig, weil du Kind Gottes bist. Du fällst auf, du kannst gar nicht anders. Das sagt die Bibel, ja. Und das deswegen, wir dürfen Menschen auch ruhig erklären, warum wir so sind, wie sie sind. Wir können da in dieser Gelegenheit, können wir ihnen das Wort weitergeben, ja. Und eigentlich geht es gar nicht anders, ja. Wir sind nun mal Salz, ne? Also lasst uns die Welt salzen, ja. Es ist, wir haben großartige Möglichkeiten von Gott bekommen. Ne? Und wir kennen sicherlich alle den Spruch, predige das Wort jeden Tag. Und wenn es nötig ist, dann gebrauche Worte. Darf ich euch eins verraten? Es ist nötig. Ja? Es ist echt nötig. Macht euren Mund auf. Wisst ihr was, die Liebe, die große Welt, ja, die quasselt den lieben langen Tag nur Blödsinn, nur dummes Zeug, ja. Und das kann ich nicht wieder wettmachen, indem ich einfach nur schweige. Ich muss den Mund auch. Mir fällt es manchmal schwer zu schweigen. Und echt, das ist schlimm, dass es so gekommen ist, ja. Aber es ist die Zeit des Schweigens, ist vorbei. Es ist die Zeit. Der Predigt kommt aus dem Wort, ja. Die Predigt kommt aus dem Wort. Und das Wort hat Gott uns gegeben. Aber die Predigt, dafür muss man den Mund aufmachen. Also lasst uns einfach mutig sein und den Mund aufmachen für Gott. Ja? Er hat so viel mehr für uns getan, Jesus. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Der hat alles gegeben. Ja? Und er von uns verlangt dann nur, macht erstmal den Mund auf. Ja? Redet, erzählt weiter, was ihr mit mir erlebt habt. Ja? Und dabei bin ich eigentlich schon bei den ungelegenen Situationen. Ne? Situationen, die es uns vielleicht ein bisschen schwerer machen, das Wort weiterzugeben. Was könnten zum Beispiel ungelegene Zeiten sein? Wann fällt es euch ein bisschen schwerer, Zeugnis zu sein oder das Wort weiterzugeben? Ja, komplett andere Glaubensrichtung. Bin ich auch herausgefordert. Hab einen lieben Kollegen, ne? Ein Moslem, hat meiner Frau letztens Gottes Segen gewünscht zum Geburtstag. Fand ich gut. Müssen uns mal darüber unterhalten, was das bedeutet. Aber auch da gibt es, glaube ich, sehr, sehr gute Anleitungen, wie man, die glauben auch an das Wort, echt, die glauben an das Wort. Das Wort ist für sie eine hohe Bedeutung, ne? Für uns auch, aber unser Wort ist Fleisch geworden und schon sind wir im Thema mit einem Moslem. Oder was wäre noch so eine Situation? Ach so, du meinst die persönliche, dass du meinst, ihm nicht helfen zu können, ja? Mhm. Okay, das wäre dann eine praktische Geschichte. Ja, da kann man, ich denke aber, dass das Wort sämtliche Situationen, auf alle Situationen eine Antwort findet. Aber stimmt, das bin ich herausgefordert, ja, bin ich herausgefordert, auch da
Und das ist schwieriger, da ins Gespräch zu kommen. Ne? Oder es kann zum Beispiel sein, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme, von denen ich ganz genau weiß, dass die komplett anders ticken. Ja? Dass ich ein Thema ansprechen muss, was vielleicht nicht so richtig in das Weltbild passt. Ja? Wir merken ja, die Welt verdreht momentan so ziemlich alles, was Familie, was Geschlechter und alles Mögliche angeht. Ne? Und da ein anderes, ein biblisches Argument zu bringen, ja, ist... es ist herausfordernd. Und neben mir sitzt ein Kollege, der rollt die Augen. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, er hat diese Teddybärenaugen, die, wenn ich anfange zu reden, ich spüre das wie die, gucken da nicht mal hin. Aber er kann das nicht verstehen, wenn man mit der Bibel argumentiert. Ja? Aber das ist dann nicht einfach. Ja? Und man möchte am liebsten zur alten Natur und anders mit ihm reden, aber ist ja auch nicht gut. Deswegen, das sind so die Situationen, die uns herausfordern, ja, und wo wir aber auch geduldig sein müssen, da kommen wir gleich noch zu, ja. Oder vielleicht sind ungelegene Zeiten, wie geht's euch geistlich immer? Immer gut? Nee. Ich habe Brüder gesehen, die haben Rotz und Wasser geheult, weil es ihnen innerlich total schlecht ging. Weil man verletzt war, sogar von Menschen aus der Gemeinde, ja. Und da ist man überhaupt nicht, das ist eine ungelegene Zeit, anfangen über das Wort zu predigen. Aber Gott sagt hier, Paulus sagt in Gottes Wort, das ist eine Unzeit, auch da, sei bereit. Es ist nicht von meiner inneren Befindlichkeit abhängig. Ja? Das, was ich mit Gott erlebt habe, und nur weil ich momentan ein Tief habe, ja, heißt es nicht, dass ich nicht meine Verantwortung wahrnehme. Auch da, wir dürfen auf Gottes Hilfe hoffen, ja? Wir dürfen damit rechnen und wir sind herausgefordert, auch da unsere Verantwortung wahrzunehmen. Ja? Gerade da, vielleicht können wir Menschen noch mehr helfen, wenn sie sehen, ist auch nur ein Mensch, ja, dem es nicht immer gut geht. Ja? 1. Petrus 3, Vers 15 steht, seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Manch einer Übersetzung beschreibt das Wort, das hier mit Bereitschaft übersetzt wird, mit der Bereitschaft eines Soldaten jederzeit in den Kampf zu ziehen. So soll das Wort Gottes für uns sein. Es ist ein zweischneidiges Schwert, ja, das durchdringend ist. Ja, und wir müssen es einsatzbereit haben, wie der Soldat seine Waffe. Auf jede Frage, auf jede Situation eine gute biblische Begründung, eine gute biblische Einordnung. Das ist aber auch ein Schutz für uns selber. Ja. Und nicht vergessen, es gibt einen Grund, warum wir das Wort auch zu Unzeit weiterzugeben haben, ja, denn wir haben die Zusage Gottes, mein Wort wird niemals leer zurückkommen. Das ist eine Zusage. Das, was wir ein Zeugnis geben, das, was wir weitergeben den Menschen, das wird nie leer zurückkommen. Menschen werden das im Gedächtnis behalten. Sie werden sich vielleicht in Augenblicken daran erinnern, wo sie nicht mitrechnen, aber das wird ihnen dann vielleicht weiterhelfen. Das ist Gottes Zusage, mein Wort wird nie leer zurückkommen. Und darum geht es genau um solche Menschen. Es geht um Rettung der Menschen. Was ist da meine innere Unannehmlichkeit im Vergleich zu einem Menschen, der gerettet werden muss? Ja? Im letzten Versabschnitt beschreibt Paulus, wie das Wort Gottes angewandt werden soll. Überführe, tadel, ermahne in aller Langmut und Belehrung. Hier geht es immer um den Zustand meines Gegenübers. Und dabei ist es eine falsche Toleranz, wäre hier total verkehrt. Wenn wir das Wort Gottes weitergeben, es geht um das Überführen, um das Tadeln und auch um das Ermahnen. Das wird hier deutlich. Eine falsche Furcht vor dem Menschen wäre fehl am Platz. Wenn jemand überführt werden soll, dann ist es immer die Sünde, die in einem Menschen, vor dieser Sünde muss man überführt werden. Das Wort Gottes deckt Sünde auf. Es ist wie ein Spiegel, in den wir schauen. Das darf ein Mann wie Timotheus und auch wir heute, es darf einen nicht kalt lassen. Deswegen sagt Paulus, überführe. Du hast es verstanden, Timotheus, also wende es an und überführe Menschen durch das Wort. Ja? Und das geht nur durch das Wort. Wir haben eine Basis, auf der wir
arbeiten mit den Menschen. Das Wort Gottes, es ist nicht meine Meinung, nicht meine Interpretation, das Wort Gottes, das genügt, das ist deutlich genug. Dann das nächste sagt er, auch Tadel ist manchmal notwendig. Ja? Es ist nicht einfach, Menschen zu kritisieren. Es ist auch für mich persönlich nicht einfach, wenn ich kritisiert werde. Wenn ich mal kritisiert werde, boah, ich könnte, das zerreißt mich innerlich. Ich mag nicht Kritik. Und genauso mag ich es nicht, andere zu kritisieren. Ja? Und man Kritik, es ist ein sehr ernstes Reden. Paulus sagt, eine andere Übersetzung sagt, rede ernst. Also klare Worte sind notwendig, einen Menschen zu überführen. Sünde muss auch beim Namen genannt werden. Ich denke, wir alle haben schon mal Predigten gehört, wo der Prediger so mit der Predigt so ganz oben kreist und kreist wie die Fliege so über der Torte, aber nie wirklich zum Kern kommt. Ja? Das Wort Sünde, das nennen wir heute nicht gerne Sünde. Ja? Ich habe mal einen Arbeitskollegen gehabt in der alten Firma, wo ich noch gearbeitet habe, bei Quada, der kam und sagt, boah, was machst du denn da? Das ist doch Sünde. Habe ich überhaupt nicht erwartet. Ne? Das war ein griechischer Kollege. Ja? Und der war da schmerzfrei. Und der hat ganz offen darüber gesprochen, wenn jemand falsch handelt, der hat ihm gesagt, das ist Sünde. Das darfst du nicht. Ne? Knallhart. Wir dürfen Sünde ruhig beim Namen nennen. Ja? Der Mensch muss vor Sünde überführt werden. Darum geht es im Wort Gottes. Sünde muss vergeben werden. Sünde ist es, die uns von Gott trennt. Ja? Sünde muss raus, muss bereinigt werden. Deswegen ist es auch manchmal notwendig, zu tadeln oder ernstlich zu reden. Und zu guter Letzt, ermahne. Das Ermahnen soll immer in Langmut und Belehrung geschehen. Ja? Das ist einfach die Geduld. Ja? Wir rechnen, das ist so etwas, was Paulus den Timotheus mit auf den Weg gibt und auch uns. Wenn ich einem Menschen sage, du, das ist Sünde, darf ich nicht damit rechnen, dass er sagt, ach so, ja, okay, dann mache ich das nicht mehr. Nein, das werden wahrscheinlich die wenigsten machen. Schön wäre es, wenn es so wäre, aber die Leute werden sagen, ja und, ist halt so, ne? Einmal ist keinmal, sagt das Sprichwort. Ja, und die Leute werden oft weiterleben, wie sie leben, ja, aber Paulus sagt, habe Langmut, habe Geduld, geh einen Weg mit den Menschen mit, begleite sie. Ja? Apostelgeschichte 20, Vers 31 ist für mich da ein sehr wichtiger Vers, wo Paulus uns selber ein Beispiel ist. Er sagt, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Krass, das war Paulus Langmut mit der Gemeinde, ja. Tag und Nacht mit jedem Einzelnen. Er hat an alle gedacht, er hat für sie alle gebetet, mit jedem versucht, ins Gespräch zu kommen. Ich lese die Verse 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ja? Hier in diesen Versen richtet Paulus den Blick von Timotheus so ein bisschen nach vorne, ja, und er zeigt ihm, auf welche schwere Zeit auch die Gemeinde und auch er als Diener, als Ältester, wo es hinausgeht, ja, wie es sein wird, ja, wie war es bisher? Bisher war die Gemeinde, das Problem, das die Gemeinde hatte, war, sie haben das Wort gepredigt, die haben die Lehre vertreten und sie wurden verfolgt, ja. Das waren die Probleme, gibt es auch heute noch, die Verfolgung. Ja? Aber das ist eine Schwierigkeit, vor der die Gemeinde steht. Ja? Die zweite Schwierigkeit war, es traten plötzlich Menschen auf, die die Lehre verdreht haben. Falsche Lehrer. Ja? Es wurden Menschen verführt von dem Wort Gottes, ja? Abgelenkt. Und dann ist hier noch ein Höhepunkt der Verführung. Ja? Das sind einfach Menschen, Christen wie du und ich, ja? Die sich sagen, ich komme mit dem Wort, mit der Lehre plötzlich nicht mehr überein. Ich kann da nicht mehr hinterstehen. Ich habe ein Problem, es zu glauben. Und sie sind nicht verführt worden. Sie haben einfach sie selbst gesagt, dass sie mit der Wahrheit, die in der Gemeinde gepredigt wird, vielleicht nicht mehr einverstanden sind. Ja? Und sie stehen auf und suchen sich jetzt einen Lehrer, die meiner Wahrheit entsprechend predigen. Ja? Die genau das sagen, was ich gerne hätte. So, jetzt schaut mal kurz in den Text.
Welchen Grund erkennen wir im Text, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen? Es gibt ja einen Grund, warum Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen. Welchen Grund haben wir? Empfindliche Ohren, ja, da ist aber noch mehr. Ja, die eigenen Lüste, ja. Das bedeutet, dass diese Christen, diese Geschwister, ja, einfach sagen, ich möchte so leben, wie ich lebe. Ich möchte so leben, so entscheiden, wie ich es einfach gerade möchte. Ich möchte nicht, dass das Wort über mein Tun bestimmt. Ich möchte nicht, dass Christus da durch sein Wort in mein Leben hineinredet, sondern ich möchte so leben, wie ich es momentan gerne hätte. Ja? Also wir kennen alle so ziemlich das Wohlstandsevangelium. Ne? Ja, ich möchte an ein Evangelium glauben, wo es mir immer gut geht. Ja? Wo ich alles habe, mir alles erlauben darf, wo es einfach so läuft, wie ich es gerne hätte. Ja? Ich möchte aber trotzdem immer noch als Christ genannt werden, ja, und aber ohne die, so die schwierigen Konsequenzen. Ja? Also was tun sie sich an? Ja? Sie suchen sich, sie laden sich selbstständig Lehrer auf. Ja? Heutzutage würde man sagen, sie laden sich diese Lehrer runter, ja? Aus dem Internet. Ja? Und weil diese halt ihrer Lebensweise entsprechen. Aber der Kern ihres Problems ist, dass sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen können. Ja? Ertragen, da steckt ja das Wort tragen. Sie sind nicht mehr bereit, diese Lehre mitzutragen, sie zu vertreten, ja? Dahinter zu stehen. Ja? Wisst ihr, wie viele Prediger es gibt, wie viele Kirchenvertreter es gibt, die sagen, ja, ja, die Jungfrauengeburt, nee, das ist eine junge Frau gewesen, aber keine Jungfrau. Ne? Ja, die können die Lehre der Bibel, die sind nicht mehr bereit, dieses kleine, für Gott ein, ja, wie soll ich sagen, komische Worte habe ich im Kopf, klitzekleines Problem, ja, zu vertreten. Ja? Nicht mal das sind sie bereit, ja, an eine Jungfrauengeburt. Auferstehung? Ja, weiß da. Hey, an welchen Gott glaubst du denn? Ja? Der hat Leben geschaffen. Kann er Jesus nicht auferstehen lassen? In welcher Welt leben wir? Ja? Und wirklich, wir leben heute in einer Zeit, wenn wir mal unsere Augen aufmachen, in einer Zeit, wo die Gemeinde nicht mehr in der Lage ist, diese Lehre zu ertragen. Sie sind nicht mehr bereit, vor den Ungläubigen zu treten und sagen, Ostern, das ist nicht der Osterhase, ja, das ist Jesus, ja, der ist auch verstanden. Ja. Ich habe mal einen Bericht gesehen im Fernsehen, da sagte jemand wirklich, da ist, glaube ich, ein Osterhase auch verstanden. Das ist total krank, was die Leute heute glauben, ne, oder was die denken von Ostern. Ne. Das ist unsere Welt verblödet, was der Glaube angeht. Ja. Aber wir schweigen. Ja. Deswegen, nein, wir tragen nicht. Wir sind nicht bereit zu ertragen, mitzutragen, diese Last auf uns zu nehmen und diese Lehre weiterzugeben. Aber ich möchte jetzt mal ganz deutlich werden. Ja? Die Lehre, die wir zu vertreten haben, die wir zu tragen haben, ist, Sünde trennt uns Menschen von Gott. Das ist eine Tatsache. Und wenn du das den Menschen nicht klar machst, dass die Sünde, seine Sünde ihn auf ewig von Gott trennt, dann hast du den ersten Teil der Wahrheit des Wortes nicht genannt. Ja? Zweitens, diese Sünde, die kann vergeben werden. Ja? Gott möchte Sünde vergeben. Ja? Drittens, Sündenvergebung geschieht nur durch Jesus Christus. Dafür ist er am Kreuz von Golgatha gestorben. Dafür schickt Gott seinen Sohn auf die Erde und er stirbt und ist dadurch das Opferlamm für uns geworden. Das ist eine dritte Wahrheit, die ist nicht wegzudiskutieren. Wer was anderes behauptet, ist ein Vollpfosten. Das gibt es nicht. Ja? Das ist eine wichtige biblische Wahrheit, die wir zu tragen haben. Zu vertreten haben, ja, so, und Jesus ist nach 3 Tagen auferstanden, er hat den Tod besiegt. Wenn ein Pastor auftritt, ja, und das nicht glaubt, dann soll er an die Drehbank gehen, aber soll
seine Gemeinde verschonen. Ja? Das ist auch eine Tatsache. Das sind vier Wahrheiten. Das ist so. Und Christus wird eines Tages wiederkommen. Ja? Das ist so, ich sag mal, so ganz schnell. Aber das ist die Botschaft, das ist das Evangelium. Wir sind alle sündig, die Römerstraße. Ja? Gerd kann euch das erklären. Ja? Wir sind alle sündig vor Gott. Wir müssen Vergebung haben. Jeder Mensch braucht Vergebung. Die gibt es nur durch Jesus, durch eine Sündenbekenntnis. Ja? Kriegen wir Vergebung. Und dadurch kommt ewiges Leben. Ja? Jesus ist dafür gestorben. Und so wie er auferstanden ist, so werden wir eines Tages mit ihm leben. Das ist unser Evangelium. Ganz einfach. Und hier wird gesagt, es wird eine Zeit kommen, sie werden diese gesunde Lehre, es ist eine gesunde Lehre, es ist doch toll, oder? Wir haben so eine Hoffnung, wir waren im Dreck der Sünde und jetzt dürfen wir bam, ewig leben, genial. Ne? Und das glaubt man nicht mehr. Warum? Warum denkt man über Osterhasen und Eier nach und was weiß ich was, aber nicht über diese wichtige Geschichte? Ja? Die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das ist unser Standpunkt. Ja? So, das müssen Menschen verstehen. Ja? Und viele können das nicht annehmen. Viele können das leider nicht annehmen und suchen sich oft andere Wege zu Gott. Aber es gibt keinen anderen Weg. Wenn es einen anderen Weg gäbe zu Gott, ja, außer Jesus Christus, dann hätte Gott ihn nicht auf diese Erde geschickt und hätte ihn sterben lassen. Er hat es nur zugelassen, weil es keinen anderen Ausweg für uns gibt. Ja? Und wer die Frechheit hat, sich dennoch einen anderen Weg zu suchen, dann Prost Mahlzeit, dann hast du dich mit jemandem angelegt, wo du den Kampf niemals gewinnen wirst. Ja? Gottes Wege, ja, sind Wege. Das sind wirklich Wege. Da dürfen wir kein anderes Evangelium predigen. Ja? Jetzt bin ich ein bisschen von meinem Konzept weg. Ja? Da muss ich mal gucken, wo ich mich überhaupt befinde. Ja. Das Problem ist, wenn Menschen das wahre Evangelium, ja, das die gesunde Lehre nicht annehmen, die Folge ist, man wendet sich hier Legenden, ja, den Ausgedachten zu. Ja. Man kann plötzlich nicht mehr mit der Bibel argumentieren, man sucht sich andere Argumente und denkt an ausgedachtes Zeugs. Ja. Und ich denke, wir können uns alle in dieser Frage einfach ganz praktisch fragen, wie sieht es bei mir aus? Ja? Was glaube ich, darf die Bibel in mein Leben ganz praktisch hineinreden? Glaube ich noch an diese fundamentalen Dinge? Und inwieweit bin ich bereit, diese wirklich vor der Welt auch zu vertreten? Ja? Eins, was mir hier aufgefallen ist, andere Übersetzungen sagen, dass sie sich diese Lehrer aufladen werden oder aufhäufen werden. Ja? Also bei solchen Menschen geht es oft um Quantität statt Qualität. Ja? Sie sind mit der gesunden Lehre nicht mehr einverstanden und sie fangen an zu googeln. Ja? Sie fangen an zu googeln nach Lehrern, die ihre Sichtweise vertreten, und dann sagen sie, guck mal hier, der sagt das und der sagt das und der sagt das und die und die sagt das. Ne? Und Quantität meinen sie vor Qualität. Ja? Das bedeutet aber nicht, dass das die Wahrheit ist. Deswegen sagt Paulus, was dir zur Gewissheit geworden ist, ja, daran halt fest, ja, was dir zur Gewissheit geworden ist. Ja. Ich denke, wir leben heute in einer Zeit, wo es mit sehr wenig Aufwand möglich ist, mir einen Haufen Lehrer aufzuladen, die alles vertreten, außer dem Evangelium. Ja, und die wirklich sich auch Pastoren nennen vielleicht, ganz bestimmt nennen sie sich so, ja, aber das sind keine, ja. Wer was wo vom Wort, von diesem Kern des Evangeliums abgeht, ja, es ist eine Legende, es ist etwas Ausgedachtes, ja. Deswegen zeigt Paulus Timotheus, wie er darauf zu reagieren hat. Und er sagt in Vers 5, du aber bleibe nüchtern, in allen Dingen erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk des Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, bleibe nüchtern. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben betrunken. Ich weiß nicht, wie das ist, unnüchtern zu sein. Ja? Aber ich habe es gemerkt, wie Menschen, die betrunken sind, ich habe sie gesehen, wie sie hin und her torkeln, ja?
die nicht mal geradeaus gehen können, ja, und an jeder Laterne sich festzuhalten haben, ja. Und so wirkt ein Mensch, der sich Legenden und Fabeln zuwendet. Denn allein unsere Wissenschaft, die ändert ihr Gesicht jeden Tag, ja. Und wenn ich meine, dass die mir was erklärt, dann kann ich dir garantieren, warte 3 Wochen ab. Dann, in den letzten 2 Jahren hat die Wissenschaft sich 10-mal umgezogen, ja, und ein anderes Kleid gefunden. Und so ist das mit der Wissenschaft, ja. Und so ist es mit diesen Legenden, ja. Wir torkeln von einer Laterne zur anderen, fallen hin, stehen auf und torkeln weiter. Deswegen sagt, wie bleiben wir nüchtern? Indem wir einfach Abstand halten von so einem Blödsinn, ja. Deswegen sagt er, bleib nüchtern. Nüchtern bleibst du nur, wenn du am Wort festhältst, ja. Lass dich nicht von diesen neuartigen Dingen benebeln, ja. Das andere ist, was diese Dinge so an sich haben, ja. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zu. Du bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeit, du das Werk des Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Eine andere Übersetzung sagt da auch, das ist Vers 4, sie werden hören, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ja? Wisst ihr, dass wenn man benebelt ist, ja, dann hat man, wenn man sich berauscht hat, ja, das macht abhängig, ja. Und wenn du einmal den Rausch gespürt hast, dann, oder zu oft, ja, dann kommt man nur schwer davon los, ne. So wie wenn das Ohr juckt, muss man sich kratzen, ja. Wenn man etwas hören will, dann will man das nochmal hören und dann will man sich noch mehr suchen und zu hören, ne. Das benebelt einen Menschen, ja. Deswegen sagt Paulus, bleib nüchtern, ja. Erdulde die Widrigkeiten und tu das Werk eines Evangelisten. Wir müssen uns bewusst sein, dass es Widrigkeiten geben wird in unserem Leben, dass wir Gegenpole erleben werden, Probleme erleben werden, wenn wir das Wort predigen. Lukas 6, 22, 23 sagt Jesus selbst, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Toll, ne? Freut euch, wenn euch die Menschen hassen. Juhu! Ja, aber da bleibt der Jesus nicht stehen. Ne? Und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen, freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn genauso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Ja? Wisst ihr, das ist, wenn wir das erleben, wir dürfen damit rechnen, wir sollen sogar damit rechnen, dass die Welt uns hasst. Wenn ich der Welt sage, ich habe mal mit ich bin schon eigentlich fertig, ja, aber ich lande gleich, mit jemandem unterhalten, der sagte, oder sie sagte, ach ihr Christen, ihr wisst selber nicht, was ihr wollt und ihr kabelt euch die ganze Zeit und weißt du, wo wir uns eins sind, ja? In der Frage des Heils. Ja? Du kannst in diese Christen, die so aussehen, gehen, du kannst die so aussehen und die da hinten, die so ganz ausgeflippt aussehen, frag die mal, wie man in den Himmel kommt. Ja? Und die werden alle sagen, nur durch Jesus Christus. Und bam, das hat dieser Person überhaupt nicht gefallen. Aber das ist etwas, das ist eine Tatsache. Menschen werden es nicht hören wollen. Sie wollen es nicht hören, dass Jesus der Weg ist. Aber er ist es. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Tu das Werk eines Evangelisten. Ja, das Wort Evangelist kommt nur 3-mal im Neuen Testament vor. Ist das nicht krass? Ich habe es nicht gewusst. Ja? Einmal hier, einmal für Philippus wird als der erste Evangelist genannt, Apostelgeschichte 21, Vers 8 und in Epheser 4, wo Paulus die Gemeinde aufzählt, die Dienste oder die Gaben in der Gemeinde aufzählt. Aber in der Evangelist, was macht er? Evangelium weitergeben, logisch. Ne? Er predigt das Evangelium. Richte deinen Dienst völlig aus, geh bis zum Schluss. Ja? Ist schwierig, wenn so etwas jemand sagt, der im Begriff ist, für das Evangelium zu sterben, dann denke ich, oh Mann, jeder andere darf es mich dazu auffordern, aber du Paulus, ja, aber das sagt ein Paulus und er ist wirklich seinen Weg bis zum Schluss gegangen, ja, und seinen Dienst bis zum Schluss korrekt ausgeführt, ja. Mach keine Abstriche zu machen. Ich fasse kurz zusammen,
Heute ging es darum, dass wir das Wort Gottes, das Evangelium weiterzugeben haben an andere Menschen. Predige das Wort. Das Wort steht im Zentrum. Ja? Wir haben gesehen, wie wir es zu tun haben, indem wir durch das Wort Sünde aufdecken, ermahnen, wenn es sein muss, auch tadeln, also klare Worte nutzen. Sünde muss hier und da auch mal beim Namen genannt werden, dürfen wir keine Angst vorhaben, aber in Geduld alles. Dabei rechne bitte mit Unverständnis und Unglauben. Und vielen wird diese Lehre nicht gefallen. Und wir werden aufgefordert, auf eine richtige Art und Weise auf das Wort Gottes zu hören. Wir gehen, wir steuern auf eine Zeit zu, wo Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen werden. Lasst uns mit gutem Beispiel vorangehen und an der Lehre festhalten. Lasst uns treu sein bis zum Ende, unseren Dienst also ganz ausführen. Ich wünsche uns Gottes Segen.